Das Land an sich lebt es im Moment nicht einfach, es geht noch nicht gut. Viel Armut, viel Korruption und wir sind ein bisschen wie die Heilsbringer. Und wenn wir einen Sieg bringen, dann ist Euphorie total. Vergangenen Sonntag ist es mal wieder gelungen, dem Volk einen Moment der Unbeschwertheit zu schenken. Die Demokratische Republik Kongo schlägt Benin 2:0, qualifiziert sich für die Playoffs. Katar zum Greifen nah. Mittendrin Joel Kiasumbua, 29, geboren in Luzern. Einst U17-Weltmeister mit der Schweiz, stand zuletzt in der Super League bei Servette und Lugano unter Vertrag, ist heute Nationalgoalie im Kongo, Nationalheld im Kongo. Ja, es hat schon vor dem Spiel angefangen. Die ganze Stadt ist auf der Beine gestanden. Wir hatten überall Plakate von uns. Die Unterstützung war riesig. Der Präsident der Nation ist auch vorbeigekommen. Und wo der Schlusspfiff dann wirklich gekommen ist und wir aus dem Stadion rausgekommen ist, dann war wirklich das ganze Land auf der Beine. Kurz darauf Unruhe. Gegner Benin legt Protest ein, eines Wechselfehlers wegen. Laut FIFA-Reglement darf man 5 Wechsel in 3 Spielsituationen vornehmen. Bei uns war es halt so, dass 5 Wechsel vorgenommen worden sind, aber in 4 verschiedenen Situationen. Wir sind da relativ schnell auch wieder beruhigt worden, dass das schon mehrere Mal vorgekommen ist und dass da nichts Grosses an Strafe aufkommen für uns. Stand jetzt also Playoff-Teilnahme statt Tragödie. Kiasumbua träumt von der WM und davon, was eine Teilnahme im Land auslösen würde. Ja, ich glaube, das Land würde es allen nicht platzen. Also, wir waren das letzte Mal 74 dabei. Das war noch das ehemalige Sayer. Wir waren die erste Nation, die afrikanisch an der WM teilgenommen hat. Und seitdem geht es eigentlich immer nur ums Gleiche. Wir müssen uns für die WM qualifizieren. Seit März 2015 ist Kiasumbua ein Leopard, wie sie im Kongo ihre Fußballer nennen. Dank des Aufgebots zieht es ihn zum ersten Mal in die Heimat seines Vaters. Ich weiss, dazu habe ich in der Challenge League im FC Wolle gespielt. Ein kleines Fleckchen. Idyllisch. Und dann kommen wir in Kinshasa an und die Leute rennen auf einem los, gehen vor einem auf die Knie. Man kennt einen überall, jeder möchte etwas von dir. Das ist dann natürlich schon ein recht grosser Schock. Daheim im Zürcher Oberland verfolgen seine Ehefrau und die Schwiegereltern die Spiele im Internet. Wobei das wie jüngst nicht immer so einfach ist. Ich habe es geschafft mit VPN. Ich habe jedes Land durchgegangen, von Bangladesch bis zu Sri Lanka. Am Schluss habe ich geschafft, den Match auf FIFA TV über die Ukraine. Kiasumbua ist ein Mann der Kontraste. Im Kongo kann er nicht ohne Polizeieskorte aus dem Hotel, während in der Schweiz gerade niemand auf ihn wartet. Er ist derzeit ohne Verein. Die Situation war folgende, dass mein Vertrag in Genf ausgelaufen ist auf den Sommer. Es hat Gespräche mit dem Servette FC. Die Signale vom Verein waren eigentlich klar, sie würden gerne verlängern. Aber mir war schnell mal bewusst, dass das für mich nicht mehr in Frage kommt. Kiasumbua will keine Nummer 2 mehr sein, will mehr sein. Schlug auch schon Angebote aus der Challenge League aus. Durch das, dass ich logisch Nationalgoalie bin, möchte ich in einer grossen Liga spielen. Vor allem spielen ist wichtig für mich. Ich bin jetzt 29. Ich möchte möglichst viel auf dem Platz stehen und möchte dementsprechend auch Geld damit verdienen. Ich bin auch bereit für ein Auslandabenteuer. In einer solchen Situation war er 2012 schon mal. Auch weil ihn damals der U17-WM-Titel verblendete. Überschätzt er sich erneut? Nein, es ist. Ja, es ist eine total andere Situation. Ich sagte, ich war damals noch ein junger Schnufer. Mittlerweile sieht das anders aus. Ich habe schon jüngste Erfahrungen gesammelt im Profibereich, sei es national oder international. Darum habe ich nicht Angst, dass ich irgendwie abhebe. Er versprüht Zuversicht, trainiert gegenwärtig mit seinem langjährigen Mentor aus wohler Zeiten, den Kiasumbua schon 2012 ein Goalie für grosse Taten sah. Ich weiss noch, dass wir zusammen auf dem Fußballplatz waren und dann ist jetzt wohl über uns ein Flugzeug durchgeflogen. Und dann hat er mir gesagt, Junge, wenn du mit mir schaffst und mir vertraust und Vollgas gibst, hockst du irgendwann mal dort rein und fliegst an ein Nationalspiel oder an ein Länderspiel. Und das ist dann wirklich so cool. Ein Goalie und sein Land träumen von der WM-Ekstase. Sie könnte bald Wirklichkeit werden.